Shalom, Salam und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Zum Gedenken an unseren Herrn Jesus Christus, Karfreitag. An diesem Tag ist er vor ca. 2000 Jahren ans Kreuz gegangen und hat für alle Menschen die Sühnung vollbracht am Kreuz von Golgatha. Und zu diesem Anlass lese ich vor aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 13, Kapitel 52, ab Vers 13 und Kapitel 53, Vers 1 bis Vers 12 und Psalm 22. Diese Verse berichten detailliert über die Kreuzigung und Vollbringung der Sühnung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, des ewigen und einzigen Sohnes Gottes des Höchsten. Der sitzt jetzt in diesem Augenblick zur Rechten Gottes, ein Sohn des Menschen, der einzige Sohn des Menschen, der Auserwählte. Alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel und auf Erden. Amen. Gelobet seist du, Herr Jesus Christus. Amen. Das Buch Jesaja, Kapitel 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Siehe, mein Knecht wird erfolgreich sein. Amen. Er wird erhoben. Er ist auferstanden am dritten Tag. Amen. Und erhöht, aufgestiegen mit der Wolke in den Himmel. Und sehr hoch sein, sitzend zur Rechten Gottes der Majestät. Alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel und auf Erden. Er ist der Sohn des Menschen. Er ist der Sohn Gottes. Amen. Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Ebenso werden viele Nationen über ihn erstaunt sein, sagt die Septuaginta. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist. Amen. Und was sie nicht gehört haben. Nehmen sie wahr. Amen. Kapitel 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Ein Einschub von mir. Ja. Gott, Jahwe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der dreieine Gott, die heilige, hochheilige Dreifaltigkeit.
Jod, der Buchstabe Jod im Hebräischen. Fragt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Amen. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Hallo! Hallo! Herr Pastor, Herr Pfarrer. Ja, sind Sie das? Sie sind es. Ich mache auf Pause. Wir lesen nochmals ab Kapitel 53, Vers 1. Wo Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die hochheilige Dreifaltigkeit, wie wir sehen können, der Buchstabe Jod, der Anfangsbuchstabe, Jahwes, des Vaters, des Sohnes und des hochheiligen Geistes. Amen. Und er stellt die Frage ab Vers 1, der dreieine Gott. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Mit Krankheit vertraut. Bekannt. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen,
Er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft. Für einen von göttlichen Plagen Getroffenen. Von Gott geschlagen. Und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt. Um unserer Vergehen. Unserer Treuebrüche Gott gegenüber willen, um unserer Vergehen willen zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm, dem Herrn Jesus Christus, zu unserem Frieden. Shalom. Amen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er wird seinen Mund nicht auftun. Vers 8. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Von Hass und Gericht wurde er weggerafft. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Und wer wird über seine Generation nachsinnen?
bei seinem Geschlecht? Wer wird bedenken, dass er abgeschnitten wurde? Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Für ihre Sünden wurde er zu Tode getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen. In seinem Tod. Amen. Josef von Arimathea hat sein Grab ihm gegeben. Weil er kein Unrecht begangen hat, und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Bei einem Reichen war sein Steingrab. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So habe auch du ewiges Leben. Amen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Doch der Herr hatte Gefallen an seinem Zerschlagenen. Er ließ den erstarken, der sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hatte. Er wird. Vers 10. Doch dem Herrn
Gefieles! Ihn zu zerschlagen! Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Samen. Zera. Zayin Resh Ayin. Same. Saat. Nachkommen. Von Zara. 2284. Zara, säen, Samen ausstreuen. Samen ausstreuen. Das Wort bezeichnet den Samen von Pflanzen und Tieren, die Aussaat oder das Saatfeld. Den männlichen Samen. Und auch die Nachkommenschaft von Menschen. Etwa im Rahmen von Verheißungstexten, aber auch im Blick auf die Brut des Bösen. Das Wort kann im Sinne von Verwandtschaft auch die Herkunft anzeigen. Säen, Samen ausstreuen, das Wort ist überwiegend bezogen auf Pflanzen. Vereinzelt auch auf das Zeugen von Kindern. Bildlich wird es gebraucht für Menschen. Samen säen, das Wort ausstreuen, wie der Herr uns gelehrt hat. Nochmals ab Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Hallo. Amen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, der Herr Jesus Christus, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er auf sich selbst aufladen. Darum
werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Amen. Amen. Teilen. Der Herr Jesus Christus wird seine Beute teilen. Sein Lohn mit ihm, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Sein Lohn mit ihm, wenn er wiederkommt. Amen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Amen. Und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Wir sind alle Verbrecher. Und er hat die Schuld auf sich genommen. Amen. Danke. Danke, unser König und unser Gott, unser Herr und Heiland. Gelobet seist du, Herr, Jesus, der du bist, der du warst und der du wiederkommen wirst. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Amen. So viel vom Jesaja-Buch. Wir gehen jetzt in den Psalm 22. Die offene Handfläche, der Buchstabe Kaf, der 11 mit dem Zahlenwert 30 an 11. Stelle. Und Bet Ben mit dem Zahlenwert 2. Die Bibel, die gute Nachricht, das Evangelium Jesu Christi aus dem Buch der Psalmen 22. Dem Chorleiter. Nach Hirschkuh der Morgenröte. Ein Psalm von David.
Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung! Dieser Psalm bezieht sich auf den Herrn Jesus Christus. Weil nur er die Schuld tragen konnte. Nur er. Ihn. Auf ihn konnte man es legen. Uns Menschen hat Gott niemals verlassen. Gott hat uns niemals verlassen. Aber diesen Elenden am Kreuz, er konnte verlassen werden. Nur er. Nur er. Matthäus, Evangelium. Markus, Evangelium. Eli! Eli! Lema sabachthani! Eli! Eli! Elohim! Elohim! Lama! Azav! Amen. Bist fern von meiner Rettung. Die Sühnung ist bezahlt. In drei Sprachen finden wir diesen Vers 2 der Bibel. In Hebräisch, in Aramäisch und in Griechisch. Das heißt, in drei unterschiedlichen Sprachen. Eli. Eli. Lama sabachthani. Lama sabachthani. Shabak. Shabak. Das heißt Schlachtopfer. Er hat das Schlachtopfer getragen. Amen. Hallo. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Mein Gott! Ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Du thronst als Heiliger, du Lobgesang Israels. Du thronst als Heiliger,
Du Lobgesang Israel! Shema Israel! Adonai! Yeah! Eloheinu! אחד! אמן! אמן. פרס 5. פרס 5. Vers 5. Danke, Herr Jesus, dass du das verbreitest. Du machst das alles, Herr. Herr Jesus, Adonai Yeshua, Herr Jesus. Herr Jesus, du allein, Yeshua allein. Yeshua HaMashiach, O HaElohim, O Ben HaElohim, Yahweh, O Vers 5. Auf dich vertrauten unsere Väter. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten. Und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm. Ein Wurm. Wurm. Wie in Jona geschrieben steht. Im Buch Jona. Buch Jona. Buch Jona. Buch Jona. 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 Taube. Taube. Er ist eine Vorschattierung für den Heiligen Geist. Die Taube. Die vom Himmel herabstieg, wie wir es in den Evangelien ersehen können. Da ist auch von dem Wurm die Rede. Der Wurm, wo ist der Wurm? Gottes Gerichtswort. Jonas. Jonas. Taube. Die Taube. Amen. Ein Wurm. 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 Dieses Wort Wurm müssen wir uns noch mal näher betrachten. Wurm. Das ist auch... Eine Karmesinrot bedeutet dieses Wort auch.
Das wollen wir uns aber noch näher betrachten, der Buchstabe Wurm. Weil hier sagt Gott, ich aber bin ein Wurm. Weil Gott seine Herrlichkeit verlassen hat und ein Wurm geworden ist. Ein Wurm, eine menschliche Gestalt in Gottes Augen. Wurm, Wurm, das Wort Wurm. Wurm. Wir lesen aus dem Buch Jona. Aus dem Buch Jona. Jonas Lob, Psalm. Jonas. Ja. Mein Freund. Jona. Taube. Wir wollen das Wort Wurm näher betrachten. Wir müssen das Wort Wurm näher betrachten. Das Wort Wurm ist sehr wichtig. Wurm, karmesinrot. Weil der Herr karmesinrot war, von Kopf bis Fuß rot, voller Blut. Durch die Dornenkrone, die man ihm aufgesetzt hat, in seine Haut reingebrannt, ausgepeitscht, angespuckt, erniedrigt. Von oben bis unten, voller Blut. Voller Blut. Vollkommen rot, von oben bis unten. Das Wort Wurm. Wir lesen Jonas Lob, Psalm, Kapitel 2. Wir lesen einfach ab Kapitel 4 in Jonas rufen, im Buch Jona. Der Name Jona bedeutet Taube. Taube. Das Buch Jona ist wichtig. Es ist im Buch der Propheten. Buchbücher. Und dieser Prophet ist ins Ausland, musste ins Ausland gehen, um dort den Herrn zu verkündigen und den Menschen Gericht anzudrohen. Und Ninive hat auf ihn gehört. Sie haben die Gerichtsandrohung angenommen. Wir lesen ab Kapitel 4. Und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach, Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Kam ich dir zuvor zu fliehen, nach Tarsis zu fliehen. Er wollte abhauen vor Gott, sich verstecken. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Mein Tod ist besser als mein Leben. Der Herr Jesus sagt auch in den Evangelien, das Zeugnis Jonas. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und
Jona ging aus der Stadt hinaus. Und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Östlich von Ninive. Weiter in den Osten. Ninive ist das heutige Nordirak. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Jetzt kommt das Wichtige. Das ist sehr wichtig. Ab Vers 6. Vers 6. Wir sind wegen dem Ausdruck Wurm hierher gekommen. Deswegen machen wir uns eine Kennzeichnung bei Psalm 22. Wir sind wegen dem Wort Wurm auf das Buch Jona gekommen, wegen dem Wort Wurm. Ich hoffe, dass hier die Wortkonkordanz des Wortes Wurm näher erläutert ist, dass wir die aufschlagen können für die hebräische Bezeichnung. Ich lese weiter, weil ab Vers 6, das ist auch eine Vorschattierung für den Gesandten des Herrn Jesus Christus und den Gesandten des Herrn, der Heilige Geist. Ab Vers 6. Da bestellte Gott. Gott bestellt. Wir gucken. Bestimmte, entbot Gott, der Herr, Yahweh, der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte, bestimmte, entbot. Am folgenden Tag, jetzt kommt's, einen Wurm. Er bestellt erstmal einen Wurm. Und dieser Wurm ist jetzt hier nicht bezeichnet. Schade. Wir merken uns, dass wir nach dem Wort Wurm studieren müssen. Das Wort Wurm. Wurm. Das Wort Wurm. Ich mache eine kurze Pause und dann sehe ich nach dem Wort Wurm.